Ich möchte nur irgendwo schnell hinreisen, bitte. Geh mal dahin. Ich bin überladen, kann nicht schnell reisen. Danke. Shit. Das war falsch. So, das habe ich alles mal durchprobiert und das Richtige gefunden. Sehr schön. Bin da immer noch überladen. Nicht mehr, wenn ich mich beeile. Wie schnell ist das Wasser denn wieder zurückgegangen? Okay. Hat noch nichts gebracht. Schade. Irgendwas rausschmeißen. Was haben wir denn an Schrott hier? Guck mal, das brauchen wir doch nicht. Raus. Mann, 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 Mann. Danke, Claudia. Überladen, weil ich Fleisch eingesammelt habe. Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock, dass mir die ganze Scheiße auffällt hier. Ob wir sie jetzt treffen? Der ist böse. Du bist gleich, Claudia.
Ah, oh, schöne Effekte. Wo soll denn hier sein? Ja, auf jeden Fall, Timo, oder? Hä? Ach so. Klebeband, Klebeband, ich brauche Kleber, Mann. Guck mal, wen wir jetzt treffen, ne? Gott sei Dank, Sie sind hier. Es ist einfach schön, Sie zu sehen. Reden wir unten. Hier ist es zwar ganz schön, aber ich möchte sie jemandem vorstellen. Wir haben es hier echt übertrieben. Sie können sich gern umsehen. WB, Claudia. Boah, jetzt kommt schon wieder eine Atombombe runter. Gut, dass wir in den Keller gehen. Wir müssen die Tür zumachen. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Kannst du die Türen zumachen? Der Schleichschritt hier. Du wolltest mir Davenport vorstellen? Ich möchte Ihnen Davenport vorstellen. Danke. Er hat öfter mal Aufklärung für mich betrieben. Er hat ein Auge auf Abgleich. Du hast sie aufgeklärt? Oh, so schön, dass Sie hier sind. Die Aufseherin freut sich, so alle wiederzusehen. Sobald sie unsere Neuankömmlinge kennengelernt haben, habe ich vielleicht einen Einsatz für sie. Ohne seine Hilfe hätte es nicht geklappt. Reden wir. Wir reden doch schon die ganze Zeit. Warum bist du eigentlich... Doch, sie ist Level 13, ne? Ich bin doch auch Level 13. Wieso bist du so schwach? Ich weiß, Sie haben Fragen. Zu denen kommen wir noch. Ich habe eine wichtige Mission. Aber Sie sind noch nicht bereit. Das ist zu gefährlich. Ich kann Sie nicht guten Gewissens losschicken. Ah, unglaublich, dass ich das sage. Aber sprechen Sie mit dem Bürgermeister von Grafton. Im Toxic Valley gibt es einiges an Ausrüstung und Klavierwaren zu finden. Und der Bürgermeister wird Sie an ein paar gute Stellen schicken. Möchten Sie noch über etwas anderes reden? Klar. Nur zu. Nicht vergessen, das soll keine Schnitzeljagd sein. Sie sollen Ihnen weiterhelfen, wenn ich nicht persönlich für Sie da sein kann. Nachdem der Vault geöffnet wurde, waren Sie verschwunden. Wo waren Sie? Ja. Ziemlich ironisch, dass ausgerechnet ich alleine losgezogen bin, was? Zunächst wollte ich nur vorausgehen, damit ich diejenige bin, die zuerst auf irgendwelche Schwierigkeiten stößt. Und dann kamen die Atomraketen. Die verbrannten solche. Meine Heimat lag in Ruinen. Ich brauchte etwas Zeit für mich.
Ach, guck mal. Sie haben uns verlassen, weil sie ein bisschen Zeit brauchen. So ein Bullshit, das nehmen wir jetzt. Im Stich gelassen? Haben Sie eine Ahnung, wie schwer es war, den Vault alleine zu verlassen? Das haben wir auch gemacht? Dass ich Sie alle vielleicht nie wiedersehe? Ich habe Vault-Tec-Vorschriften gebrochen, um das Camp zurückzulassen. Und die Holobänder und Hilfspakete. Alles, um Sie zu schützen. Ich habe nie aufgehört, Ihre Aufseherin zu sein. Nie. Vor den Bomben wurde die Automatisierung bis ans Limit getrieben. Genau genommen sogar darüber hinaus. Der Bürgermeister von Redfield ist keine Ausnahme. Die alte Konsole mag verrückt wirken, aber der Job kann sie an viele nützliche Orte führen. Wir werden auch demnächst ein anderes Spiel spielen, das ist von denselben Entwicklern, nein, halt stopp, gar nicht. Das ist von den Fallout 4 Entwicklern, die das Team verlassen mussten. Die haben ein eigenes Game gemacht und das ist in etwa auch so. So, ich muss gehen. Seien Sie vorsichtig. Wir haben Appalachia sicherer gemacht. Aber es ist immer noch gefährlich. Atombombe überlebt! Davenport will mit mir nicht interagieren. Was bist du denn für ein Affe? Ist noch was Schönes hier? Ich muss stehlen. Frostschutzmittel, vielleicht kann ich auch trinken. Kronkorken, guck mal da. Ammoniumnitrat. Okay. Ich guck trotzdem wieder rein. Ich habe zwar keinen Kleber. Ich bin ja nackig. Das ist ja geil. Hauptsache Schutz an, Schutzkleidung an. Okay. Eieieiei. Kleidung. Nehmen wir mal die Uniform der Feuerteufel, ne? Wie das jetzt aussieht. Ah, guck mal, sieht doch schick aus. Jetzt hätte ich so eine Bomberjacke an. So, die Tür hat den Atomschlag aufgehalten. Und hier ist nichts passiert. Guck mal, Stufe 13 schon haben wir. So eine schöne Aussicht von hier. Ich hab Muni rum.